Ein vereinigtes Europa. Was wäre, wenn diese Vorstellung Wirklichkeit würde? Die Vereinigten Staaten von Europa. Und mittendrin Rheinland-Pfalz. Dort finden sich viele Hinweise auf dieses Europa. Ein Beispiel: der Europaplatz in Ludwigshafen. Was hält man dort von den Vereinigten Staaten von Europa? Lieber mehr Europa auf jeden Fall. Also ich finde eigentlich die EU gut. In der Vereinigung wäre es gut, wenn alle zusammenstehen würden, vor allem in der Außenpolitik. Im Inneren wäre es natürlich auch sinnvoll, gleiche Gesetze und so weiter. Da ist noch zu viel Zwist und Ränke und Spiele zwischendrin. Ich glaube, ich erlebe das nicht mehr. Frankreichs Außenminister Schumann schlug am 9. Mai 1950 Revolutionäres vor. Ein Jahr später unterschriftsreif der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die sogenannte Montanunion. Es ging darum, Krieg materiell unmöglich zu machen durch eine Vergemeinschaftung der kriegswichtigen Industrien, Kohle und Stahl. Aus der Montanunion mit 6 Mitgliedern wurde die heutige EU mit inzwischen 28 Mitgliedern. Die europäische Integration schritt scheinbar unaufhaltsam voran. Doch so richtig einig ist man sich in strittigen Fragen selten. Was tun mit überschuldeten Ländern wie Griechenland? Wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf? Und warum gibt es eigentlich in vielen Fragen so gut wie keine gemeinsame Außenpolitik bei all den Krisen an Europas Grenzen? 2016, der historische Einschnitt. Einer möchte nicht mehr mitmachen. Der Brexit lässt die EU in eine Schockstarre verfallen. Die Vereinigten Staaten von Europa spätestens jetzt in ganz weiter Ferne. Es war schon vorher in weiter Ferne, die Vereinigten Staaten von Europa. Wir haben innerhalb der Mitgliedstaaten immer weniger Unterstützung für solch ein Ziel der Staatswerdung Europas. Dennoch, es ist etwas in Bewegung geraten mit dem Brexit-Votum. Menschen auch in Rheinland-Pfalz wie hier in Trier gehen jetzt auf die Straße für ihren Traum von einem vereinten Europa. Neues Leben hauchte den Europafreunden auch der Wahlerfolg Emmanuel Macrons über die Rechtspopulistin Le Pen in Frankreich ein. Die Vereinigten Staaten von Europa wird es vermutlich nie geben. Der Gedanke an ein geeintes Europa aber, er ist in turbulenten Zeiten wie diesen vielleicht mehr denn je nötig und alles andere als überholt.